Liebe Teilnehmer, herzlich willkommen zum heutigen Finanzen-Net-Webinar an diesem zumindest hier in Karlsruhe sehr sonnigen Mittwochabend. Automatisierte Roboter, vernetzte Geräte und künstliche Intelligenz. Echte Megatrends verändern unsere Lebens- und Arbeitswelt erheblich. Diese Veränderungen werden in den kommenden Jahren auch die Börsenlandschaft nicht kalt lassen. Und schon jetzt ergeben sich vielfältige und spannende Investmentchancen. Aber wie erkennen Sie das Potenzial von Megatrends? Und wie finden Sie die besten Anlageprodukte, um an der Börse auf die Zukunft führender Unternehmen zu setzen? Diese und weitere Fragen wird uns heute mit Patrick Doser, ein echter Megatrend-Experte, beantworten. Guten Abend, Herr Doser. Willkommen bei Finanzen.net. Willkommen zu diesem Webinar. Guten Abend. Vielen Dank für das nette Willkommen. Herr Doser, Sie sind Spezialist für Megatrends. So viel habe ich ja schon verraten. Was müssen unsere Webinarteilnehmer noch über Sie wissen? Genau, mein Name ist Patrick Doser. Ich bin bei iShares ETFs Produktspezialist für Megatrendprodukte und Smart Beta Produkte, also etwas exotischere Produkte im ETF-Bereich, die einer nicht marktkapitalisierungsgewichteten Strategie folgen. Ja, heute geht es ja wirklich fokussiert um Megatrends. Was fasziniert Sie denn so an Megatrends? Megatrends sind in den meisten Fällen unglaublich innovativ. Jeder kann es am eigenen Körper spüren, im Alltag, wie sich das Ganze in den letzten Jahren auch entwickelt hat und wie das auch jetzt oder auch langfristig Einfluss auf die Volkswirtschaft und somit auch auf den Finanzmarkt nehmen kann. Ja, liebe Zuschauer, ich hoffe, Sie verstehen Herrn Doser und mich einwandfrei. Falls Sie Verständnisprobleme haben, geben Sie uns gerne über die Chatfunktion Bescheid. Natürlich freuen wir uns auch, da spreche ich für Herrn Doser und für mich, wenn Sie die Chatfunktion für inhaltliche Fragen zum Webinar nutzen. Denn am Ende klären wir wie immer hier bei Finanzen.net gemeinsam mit Herrn Doser die spannendsten Fragen. Ja, Herr Doser, dann übergebe ich das Wort an Sie. Ich bin gespannt, was Sie uns jetzt zu Megatrends und unserer Zukunft erklären werden. Perfekt, vielen Dank. Dann hoffe ich, dass Sie jetzt auch meinen Screen sehen können auf der richtigen genau. Seite. Genau, ja, können wir sehen. Sehr gut. Dann möchte ich in das Thema thematische Investments gleich einsteigen. Also Investments, die auf unseren Megatrends basieren. Wir werden in den kommenden knapp 30, 35 Minuten klären, was sind Megatrends? Wie unterscheiden die sich vor allem von, ja, auf der anderen Seite normalen Trends? Wie kann man das Ganze in seinem Portfolio nutzen? Und dann habe ich Ihnen noch einen sehr, sehr spannenden ETF mitgebracht, den wir letzte Woche ganz neu lanciert haben, und Ihnen da so ein bisschen aufzeigen, was wir uns bei BlackRock dabei gedacht haben und warum das auch im Portfolio Sinn machen kann. Anfangen möchte ich mit zyklischen Trends. Lassen Sie uns das Pferd von hinten aufzäumen. Das sind quasi die normalen Trends, die wir schon seit Jahren kennen und auch in unserem Portfolio gerade im Bereich der taktischen Asset-Allokation schon nutzen. Das heißt, kurzfristige oder mittelfristige Trends werden von Investoren antizipiert. Das Ganze durch beispielsweise die gegebene Volatilität, Wechselkurse. Das Zinsniveau hat natürlich auch einen entscheidenden Einfluss, auch gerade in den letzten Jahren, sowie die generelle Bewertung von verschiedenen Assetklassen. Auf der anderen Seite, und somit kommen wir zu Megatrends, gibt es auch transformative, disruptive Trends im Markt, strukturell, langfristiger Charakter. Was bedeutet das Ganze? Jeder Mensch kann das Ganze eben in seinem Alltag, wie ich das eingangs schon erwähnt hatte, spüren, wenn man zum Beispiel zurückdenkt, was in der Technologie in den letzten 20, 30 Jahren alles entwickelt wurde. Das Ganze hat natürlich eben auch Einfluss auf die Volkswirtschaft, kann hier ganze Geschäftsmodelle entwickeln, auch andere obsolet machen natürlich, aber eben auch einige Chancen bieten. Nun stellen Sie sich vielleicht die Frage, okay, Megatrends habe ich verstanden, welche Megatrends gibt es denn am Markt? Und da haben wir 5 an der Zahl identifiziert. Die sind für Sie vermutlich auch wenig überraschend. Das ist zum einen die ökonomische Machtverschiebung, also besonders hin zu den Emerging Markets, allen voran China. Das ist der demografische und soziale Wandel, über den man ja auch in den Medien tagtäglich lesen kann. Das ist die rapide Urbanisierung, also der Hang der Menschen in Städte zu ziehen. Das ist Klimawandel und Ressourcenknappheit.
Und ein Stück weit im Zentrum steht der generelle technologische Durchbruch. Jetzt fragen Sie sich nun vielleicht, warum sind vier der Trends außen, der technologische Durchbruch steht in der Mitte. Wie Sie sich vielleicht schon denken können, außen herum schaffen vor allem eins Herausforderungen. Der technologische Durchbruch auf der anderen Seite schafft nicht immer, aber besonders Chancen, um eben Herausforderungen der anderen Megatrends zu bewältigen und kann somit eben auch für Ihr Portfolio Chancen schaffen, nachdem es verschiedene Unternehmen gibt, die eben genau durch die Technologie diese Lösung auf den Markt bringen kann. Schauen wir doch etwas genauer hinein. Der technologische Durchbruch, den wir hier im Zentrum sehen. Technologische Neuerungen gibt es schon seit es den Menschen gibt. Die Innovationen hießen damals vielleicht etwas anderes. Feuer, das Rad, Elektrizität. Wie Sie schon sicherlich gemerkt haben, das war eher ein lineares Wachstum. Auf die verschiedenen technologischen Neuerungen folgten Jahre der Entwicklung, der Weiterentwicklung. Das Ganze sieht jetzt heute etwas anders aus. Heute ist es eher ein exponentielles Wachstum. Was bedeutet das? Lineares Wachstum bedeutet, wenn Sie jetzt, je nachdem von wo aus Sie sich eingewählt haben, aufstehen, 30 Schritte nacheinander machen, kommen Sie vielleicht in den Hausflur, vor die Haustür. Exponentielles Wachstum bedeutet, jeden Schritt, den Sie machen, verdoppeln Sie im Anschluss. Bei 30 Schritten ist das am Ende über 1 Milliarde Schritte und Sie könnten den Globus mehrmals umrunden. Genauso verhält sich das mit der Technologie. Wenn Sie mal zurückdenken, 20 Jahre, als Sie sich noch entscheiden mussten, ja, gehe ich jetzt ins Internet oder möchte ich telefonieren, der Router im Hintergrund ein ohrenbetäubendes Geräusch gemacht hat, oder etwas Neues, aber auch schon über 10 Jahre jetzt her, das iPhone. Viele von uns vergessen, dass seit der Entwicklung noch gar nicht die Zeit vergangen ist und welche Entwicklungen das iPhone an sich schon selbst mitgemacht hat. Ein weiterer Trend, wo es um exponentielles Wachstum geht, ist die ökonomische Machtverschiebung. Und hier habe ich Ihnen China als Beispiel mitgebracht, der Wachstumsmotor der Emerging Markets. Während es 2000 noch ungefähr ein Zehntel der Größe der US-Wirtschaft hatte, war es 2010 schon die Hälfte, und Prognosen von PricewaterhouseCoopers und dem Weltwirtschaftsforum prognostizieren für 2050, dass die chinesische Wirtschaft schon um 50% größer sein wird als die USA. Was natürlich eine sehr, sehr große Hausnummer ist. Aber wenig überraschend, wenn wir daran denken, welche Nachfragekraft aus diesem Land kommt, aus den Emerging Markets generell, und was aber auch da nun mittlerweile für einen Wandel vor sich geht, weg von einem rein quantitätsgetriebenen Wirtschaft hin zu einer auch qualitativ höherwertigen Wirtschaft. Das Ganze ist natürlich leider nicht nur positiv zu sehen. Es gibt auch negative Aspekte, denn der Klimawandel ist auch ein omnipräsentes Thema. Gerade auch im Moment Trump mit seiner Abkehr vom Pariser Klimaabkommen, Wetterphänomene im negativen Sinne in ganz Europa, in der ganzen Welt, die sich immer häufen. Auch hier sich die Frequenz erhöht. Ein Beispiel dafür generell: 16 der 17 heißesten Jahre waren seit dem Jahr 2000. Also gerade mal ein Jahr war kühler. Das ist nicht nur der Klimawandel, damit einhergehend auch die Ressourcenknappheit. Auf unserer Erde gibt es viele limitierte Ressourcen, endliche Ressourcen. Durch das Wachstum auch in den Emerging Markets haben wir hier natürlich in einigen Fällen auch Endlichkeitsprobleme, wie beispielsweise das Öl, wo man viel über das Peak Oil spricht, also das Fördermaximum, wann wir das erreichen, welche Herausforderungen danach kommen und wie wir dem Ganzen entgegentreten können. Der vierte Megatrend, den wir identifiziert haben, ist der demografische und soziale Wandel. Heute sehen Sie, in China gibt es ungefähr 30 Millionen Menschen, die über 80 Jahre alt sind. China ist hierbei natürlich ein sehr, sehr präsentes Beispiel. Bis 2050, so gehen Studien davon aus, werden 120 Millionen Menschen über 80 sein. Wenn Sie sich das vorstellen, ganz Deutschland als 80-Jährige, und wenn Sie nach Spanien in den Urlaub fahren, ist auch noch jeder 80. Das ist allerdings nicht nur in China so. Auch hier im Westen, in Deutschland ist es so. Die Alterspyramide, die Sie vielleicht noch kennen, wird immer bauchiger.
Die Menschen werden immer älter und somit gibt es natürlich zwei große Punkte, die Herausforderungen schaffen. Zum einen ist das die Altersvorsorge. Die Rente ist dann doch nicht mehr so viel sicher, wie man das mal gedacht hat. Zum anderen auch das Gesundheitswesen. Der fünfte und letzte Megatrend, den wir identifiziert haben, ist die rapide Urbanisierung. Also der Hang der Menschen, sich Richtung Städte zu orientieren. Und wer kann es ihnen verübeln? Da gibt es die Jobs, da gibt es die Bildung, die Universitäten oder wie man auf gut Deutsch einfach sagt, da steppt der Bär. Im Jahr 2030, so schätzen Studien, werden 2/3 der Weltbevölkerung in Städten leben, wobei es derzeit fast 50 sind. In China, hier wieder ein sehr extremes Beispiel, gibt es derzeit 100 Städte mit über 1 Million Einwohner. Bis 2030, also nicht mal mehr ganz 12 Jahren, wird sich diese Zahl verdoppeln und es ungefähr 200 Städte geben, die eine Bevölkerung von über 1 Million haben. Auch das schafft natürlich Herausforderungen, denn eine Stadt zu managen wird bei einer solchen Einwohnerzahl immer schwieriger. Denken Sie daran, Transport, öffentlicher Nahverkehr, die Luftqualität innerhalb der Städte, all das schafft natürlich große Herausforderungen. Nun, wie kann man als Anleger aber davon profitieren? Man kann die Megatrends nutzen, verschiedene Einzelaktien beispielsweise identifizieren, die von diesen Megatrends besonders profitieren könnten. Das ist natürlich zum einen sehr zeitaufwendig. Sie müssen sehr, sehr viel Research machen. Warum nicht einen Index nutzen? Denn auch der technologische Durchbruch hält nicht vor der Finanzindustrie halt. Auch hier können wir von immer besserer Datenqualität profitieren und somit, was vorher nur durch Stockpicking machbar war, nun auch in einem Index abbilden. Doch wie kommen wir zum letztendlichen Index? Das habe ich Ihnen mal hier mitgebracht. Wir haben die 5 Megatrends. Diese sind nicht klar voneinander zu unterscheiden, nicht trennscharf. Es gibt teilweise Überlappungen. Wir hatten darüber gesprochen, der technologische Durchbruch steht so ein bisschen im Zentrum. Sie können das über Einzelinvestments machen. Man könnte versuchen, die ökonomische Machtverschiebung über einen Emerging Markets, ETF-Fonds oder Einzelaktien zu investieren. Das ist häufig natürlich schwierig. Nicht jedes Emerging Markets Land wird gleich profitieren. Nicht jeder Sektor innerhalb der Emerging Markets wird gleich profitieren. Sodass wir aus diesen 5 Megatrends verschiedene Themen herausgearbeitet haben, die auf einem oder mehreren Megatrends basieren und somit ein attraktives Investment für Ihr Portfolio darstellen können. Namentlich sind das zum einen Aging Population, Breakthrough Healthcare, Robotics and Automation, Digitalisierung und jetzt ganz neu, und da werden wir jetzt dann gleich noch darauf eingehen, Digital Security. Über diese ETFs können Sie dann diese als Bausteine in Ihrem Portfolio nutzen. Aber warum eigentlich einen Index? Ich habe Ihnen hier mal ein klassisches Beispiel mitgebracht, und zwar ist das Qualcomm, ein Unternehmen, ein amerikanischer Halbleiterhersteller, den Sie vielleicht kennen. Und auf gut Deutsch gesagt, 2017 war ein Jahr zum Vergessen für das Unternehmen. Das lag weniger am Geschäftsmodell, sondern eher daran, dass das Unternehmen in einige große Rechtsstreitigkeiten verwickelt war mit Apple, mit BlackBerry und mit dem Land Südkorea. Hätten Sie nun das Unternehmen völlig richtigerweise unserer Meinung nach als Profiteur von Megatrends identifiziert, aber alleine in dieses Unternehmen investiert, hätten Sie Anfang 2017 knapp 20% Ihres Portfoliowertes verloren. Eine Alternative ist über einen ETF, hier als Index abgetragen, der in ein diversifiziertes Portfolio solcher Unternehmen investiert, die eben von diesen Entwicklungen profitieren können. Man nimmt sich da natürlich auch ein Stück weit Chancen. Wir glauben aber, dass der Trend insgesamt als Ganzes nach oben gehen wird und das Risiko von aktienspezifischen Phasen der Underperformance deutlich geringer wird. Doch wie kommt man letztendlich zu einem Index? Ich hatte es schon angesprochen, auch wir haben immer bessere Daten zur Verfügung. Und dazu habe ich Ihnen mal ein Beispiel mitgebracht, warum das der Fall ist.
Das Beispiel, das ich Ihnen mitgebracht habe, heißt Cielo. Ein Unternehmen aus Brasilien, quasi das PayPal Südamerikas. Und wenn wir auf dieses Unternehmen schauen, dann ist es ein Finanzunternehmen. Das hilft uns noch nicht so wirklich weiter, denn der Finanzsektor ist groß. Wir haben Banken, wir haben Asset Manager, Versicherungen, Fintech-Unternehmen. Also, wie können wir noch weiter bestimmen, ob dieses Unternehmen relevant ist? Hier in diesem Fall für den Digitalisierungstrend. Wir können sehr viel granularer gehen. FactSet hat hier einen Sektorklassifizierungsrahmen, der sich Unternehmensumsätze anschaut und durch einen Big Data-Ansatz automatisch Unternehmensgeschäftsberichte auslesen kann und somit bestimmen kann, wo verdient das Unternehmen tatsächlich sein Geld. Dann können wir hier eben tiefer gehen, sehen auf Stufe 3, es ist ein Spezialfinanzunternehmen. Auch hier, ja, sind wir noch nicht so richtig zufrieden. Wir können hier auf dieser Stufe ungefähr 300 verschiedene Subsektoren unterscheiden. Wir möchten aber noch tiefer hineingehen. Und zwar auf Stufe 6. Hier können wir ungefähr 1400 verschiedene Subsektoren unterscheiden. Und hier sehen wir, das Unternehmen ist in der elektronischen Zahlungsabwicklung tätig. Und dann können wir entscheiden, ja, das ist ganz klar relevant für den Digitalisierungstrend. Denn wir denken natürlich an Amazon als Online-Retailer. Aber wenn ich etwas dort gekauft habe, muss ich es wohl oder übel auch noch bezahlen, wodurch dann eben dieses Unternehmen ins Spiel kommt. Die hieraus generierten Daten können wir nun eben bei der Indexkonstruktion nutzen. Wir starten mit einem breiten Ausgangsuniversum, dem Stocks Global Total Market, als den breitesten von Stocks geführten Index, der zwei sehr, sehr wichtige Kriterien erfüllt, die uns wichtig waren. Zum einen, es ist tatsächlich weltweit. Wir haben Industrieländer, aber wir haben auch Schwellenländer. Denn Sie erinnern sich, ein Megatrend ist die Machtverschiebung zu den Emerging Markets. Zum anderen auch Unternehmen aus dem Small Cap Segment. Denn, seien wir ehrlich, viele Megatrends und Themen, die wir daraus abgeleitet haben, sind sehr, sehr innovativ. In kleinen Unternehmen, die häufig weniger diversifiziert sind, kann sich eben diese Innovation zum einen besser ausbreiten, zum anderen, da es eben weniger diversifiziert ist, auch leichter im Aktienkurs widerspiegeln, wovon wir in unserem Portfolio dann eben Gebrauch machen wollen. Von diesem Ausgangsuniversum schauen wir dann und haben aufgrund der Sektorklassifizierung, die wir auf der Folie vorher gesehen haben, für jedes Thema die Sektoren ausgewählt, von denen wir der Meinung sind, dass sie relevant für dieses Thema sind. Nun schauen wir jedes Unternehmen in diesem breiten Ausgangsindex an und schauen, generieren sie mindestens 50% ihres Umsatzes aus einem dieser relevanten Sektoren. Ist das der Fall? Qualifiziert sich das Unternehmen grundsätzlich für die Aufnahme in den Index? Dann haben wir aber noch zwei Bedenken, denn wir sind im ETF-Bereich. Zum einen ist es die Kapazität. Also wir möchten nicht den Fall haben, dass wir unseren Fonds schließen müssen, weil wir keine Investmentchancen mehr sehen, weil zu viele Assets im Fonds sind. Zum anderen im ETF-Bereich sind wir natürlich auf Liquidität bedacht, um auch die Transaktionskosten im ETF gering zu halten. Deswegen haben wir noch zwei zusätzliche Filter eingebaut. Eine Mindestmarktkapitalisierung von 200 Millionen, um dafür zu sorgen, dass die Kapazität hoch ist. Zum anderen ein durchschnittliches tägliches Handelsvolumen von mindestens 1 Million, um dafür zu sorgen, dass die Kosten im ETF auch gering bleiben. Auf der Folie mit dem Qualcomm-Beispiel haben wir gesehen, wir möchten ein breit diversifiziertes Portfolio. Wir wollen den Trend langfristig spielen und wir möchten nicht von Einzelaktien entweder einen hohen Verlust hinnehmen müssen. Und somit sagen wir, 80 Aktien sollen mindestens in diesem Portfolio sein. Und stellt sich noch die Frage, wie gewichten wir? Und da gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten. Zum einen die klassische Variante, wie das bei Standardindizes wie dem S&P 500 oder beim MSCI World der Fall ist. Wir gewichten das Ganze nach der Marktkapitalisierung. Nun erinnern Sie sich hier in Schritt 1, wir haben große, mittlere und kleine Unternehmen in unserem Portfolio. Um nicht ganz sogar zu sagen, Megacap-Unternehmen wie Apple im Robotics-ETF. Würden wir nun marktkapitalisierungsgewichtete Indizes erstellen, würden die natürlich ein sehr, sehr hohes
einen sehr, sehr hohen Anteil im ETF einnehmen und somit nicht wirklich diversifiziert sein, dann könnten wir auch die Aktie selbst kaufen. Um dem vorzubeugen, haben wir eine Gleichgewichtung angewendet. Das hat zwei Vorteile. Zum einen eben diesen Market Cap Bias zu vermeiden. Zum anderen ist es sehr, sehr schwierig, in diesen innovativen Feldern Gewinner von Verlierern zu unterscheiden. Denken Sie nochmal 25 Jahre zurück. Die beiden Suchmaschinen Google und Yahoo. Yahoo damals der absolute Platzhirsch, wenn Google eher das neue Unternehmen war, die New Kids on the Block. Wie sich das Ganze entwickelt hat, wissen Sie natürlich heute. Kaum einer nutzt noch Yahoo mit ihrer völlig beladenen Suchseite. Zumindest nicht als Suchmaschine. Wenn Google nun heute der absolute Platzhirsch ist. Diese Methodik nutzen wir für alle Fonds, die ich Ihnen eingangs schon gezeigt hatte. Und gerne möchte ich Ihnen im folgenden Beispiel unseren neuen Digital Security ETF vorstellen. Doch warum ist Digital Security überhaupt ein Thema? Wie hatten wir das Ganze aus unseren Megatrends abgeleitet? Sie erinnern sich, es ist der technologische Durchbruch. Wir haben immer mehr Möglichkeiten, wir bieten aber auch immer mehr Angriffsfläche dadurch. Ich habe Ihnen hier mal mitgebracht, die Anzahl der Datenpannen nur in den USA und nur die dokumentierten. Im Jahr 2017 waren es bereits 1.580 Millionen. Ich habe Ihnen das mal berechnet, was das Ganze bedeutet. Das sind 180.000 pro Stunde oder 3.000 Hackerangriffe in der Minute, nur in den USA. Das Ganze ist ja einfach dem geschuldet, dass wir auch immer mehr Geräte mit uns tragen, die auch mit dem Internet verbunden sind. Studien zufolge wird das bis 2025 sich nochmal rasant nach oben bewegen, sodass ungefähr 75 Milliarden Geräte auf der Welt verfügbar sein werden. Auf die Einzelperson runtergebrochen bedeutet das, ja, knapp 10 Geräte, die mit dem Internet verbunden sind. Und die bekommt man ja sehr, sehr schnell zusammen mit Smartphone, Smartwatch, Home Entertainment, mit dem Laptop, möglicherweise ein Arbeitshandy. Oder vielleicht zählen Sie zur absoluten Avantgarde und haben bereits einen Kühlschrank, der mit dem Internet verbunden ist und selbstständig nachbestellen kann. Der Trend geht aber über die generelle Internet- und Cybersicherheit hinaus. Wir sehen das Ganze als Digital Security, also sehr viel breiter. Hier geht es auch um Teile physischer Sicherheit, die eben von der Technik Gebrauch machen kann. Das ist Biometrics zum Beispiel, Iris-Scanner. Sehr, sehr präsent auch National IDs und E-Passports. Wenn Sie daran denken, am Flughafen, wenn Sie das nächste Mal ankommen, wenn Sie damals oder früher häufig noch einem schlecht gelaunten Beamten gegenübergestanden sind, der Ihren Reisepass geprüft hat, können Sie jetzt relativ schnell durch eine elektronische Schranke durchgehen, indem Sie Ihren Passwort auflegen. Das Gesicht wird gescannt, es wird ein Haken dahinter gemacht und schon sind Sie auf dem Weg nach Hause oder in den Urlaub. Ein Irrglaube, gerade in der westlichen Welt, ist, dass es sich rein um ein westliches Problem handelt. Dem ist allerdings nicht so. Auch wenn viele Hackerangriffe aus Regionen in den Emerging Markets wie China oder Russland häufig vermutet werden, ist auch das dort vor Ort ein Problem. So ist diese Studie hier ein regelrechter Augenöffner. In China sind es derzeit ungefähr 47% aller Computer, die mit Malware infiziert sind. Und auch die anderen Emerging Markets Länder sind nicht allzu weit dahinter. Nun stellt sich die Frage, wie kann ich das für mich nutzen, für mein Portfolio? Und zwar eine Möglichkeit wäre da mit unserem neuen iShares Digital Security ETF. Wir haben die Level 6 Sektoren, über die wir hier am Anfang gesprochen hatten, aufgrund derer wir die einzelnen Unternehmen auswählen, mal wieder nach oben gefaltet und haben geguckt, welche drei Bereiche fallen denn eben genau in diesen ETF, in diese Strategie. Da haben wir zum einen den Bereich Cyber, also Firewalls, Software, was wir auch klassischerweise unter Cybersecurity verstehen. Zum anderen haben wir Hardware, also Fertigung,
von Komponenten, Lösungen im Bereich Routing, Switching, aber eben auch diesen Physical Security Anteil, wo wir dann eben sehen, okay, Biometrie oder eben auch Alarmsysteme, besonders High-End-Technik, Alarmsysteme. Also um das letztendlich zusammenzufassen. Warum Digital Security? Sie können eben in die Zukunft investieren. Sie haben in den Trends gesehen, wir werden immer digitaler, immer vernetzter, bieten aber somit auch immer mehr Angriffsfläche. Dadurch werden natürlich auch die Ausgaben für Cyber Security, für Digital Security generell in den nächsten Jahren deutlich ansteigen müssen. Sie haben das zukünftige Wachstumspotenzial. Über einen ETF, besonders über unseren ETF, haben Sie dann eben die Möglichkeit, in ein diversifiziertes, breit diversifiziertes Portfolio zu investieren und auch als Satellite beispielsweise in Ihrem Portfolio zu implementieren. Wenn Sie auf die Performance schauen, dann sieht man eben auch genau, dass solche Unternehmen besonders in den letzten Jahren, wo wir einige sehr prominente Hackerangriffe auch gesehen hatten, wie den WannaCry-Hacking-Angriff letztes oder vor 2 Jahren, auch British Airways beispielsweise musste letzte Woche wieder eingestehen, dass ihnen Hunderttausende Kreditkarteninformationen gestohlen wurden. Unternehmen, die hier eben in diesem Bereich unterwegs sind, können genau davon allerdings profitieren und was sich dann hier eben auch im Aktienpreis widerspiegeln konnte. Wenn man auf das Portfolio schaut, was sich letztendlich dahinter verbirgt, ist es auch sehr, sehr spannend. Wenn wir an Cyber oder allgemein an Digitalisierung denken, denken wir häufig an die USA. Doch die USA hat diesen Bereich nicht für sich komplett gepachtet. Wenn Sie das Ganze gegenüber dem breiten Markt, hier gemessen am MSCI All Country World Index IMI, also einem Index, der Schwellen- und Industrieländer mit einbezieht, wie auch über alle Marktkapitalisierungsklassen hinweg, inklusive Small Caps, sieht man, dass die USA auch hier deutlich untergewichtet ist. Während Emerging Markets, allen voran Indien, von denen wir wissen, dass sie technisch sehr, sehr versiert sind, aber eben auch Player, die wir vielleicht hier so nicht vermutet hatten, wie Korea, Taiwan oder sogar Malaysia. Ja, Herr Doser, da hätte ich noch eine Nachfrage. Und zwar, wo ordnen Sie denn dann Deutschland so im Vergleich zu den anderen Ländern ein? Das sieht man jetzt ganz schön auf Ihrer Grafik, aber vielleicht können Sie auch dazu noch mal ein paar Sätze fallen lassen. Genau, also das ist ja auch etwas, was wir in den Medien immer wieder hören. Viel Kritik auch generell in Europa, nicht nur in Deutschland, hören, dass wir so ein bisschen die Digitalisierung verschlafen haben, gerade gegenüber den USA. Das ist auf jeden Fall ein Thema. Das ist auch ein Thema, das von der Politik und auch von der Industrie aufgegriffen wird, wo wir erwarten, dass auch hier in dem Bereich sich generell in Europa in der Zukunft einiges tun wird. Wie gesagt, es ist aber ein globaler Trend, sowohl die Digitalisierung als eben auch hier der Bereich digitale Sicherheit, sodass sich in allen Ländern hier einiges tun wird. Dankeschön. Ja, zum generellen Megatrends-Angebot, und da finden Sie auch alle Fonds, die wir bei iShares derzeit haben, auf unserer Homepage. Das sind jetzt derzeit 11 an der Zahl mit unseren beiden eben neuen Produkten Digital Security. Und ein anderer, den ich Ihnen sehr, sehr gerne ans Herz legen möchte, auch seit letzter Woche auf Xetra handelbar, ist unser Inclusion in Diversity ETF, der besonders auch den Megatrend des demografischen und sozialen Wandels mit aufnimmt. Eine Strategie, die in Unternehmen investiert, die zum einen sehr, sehr viel Wert auf Diversifizierung legen, was zum einen Mann-Frau-Quote, sowohl im Unternehmen generell als auch in der Führungsebene, aber da noch sehr, sehr viel weiter und tiefer hineingeht und auch ethnische Herkunft, kultureller Hintergrund bis hin zu wie steil oder die Hierarchien im Unternehmen sind, wie auch gewisse Trainings für Mitarbeiter angeboten werden, denn da konnten auch viele akademische Studien zeigen, dass eben eine diversifizierte Belegschaft und eben auch Human Capital Development, wie man das ja in Neudeutsch so sagt,
hier Unternehmen profitieren konnten, langfristig. Ja, und noch eine weitere Frage bietet sich jetzt hier an. Wie oft werden denn die Indexzusammenstellungen überprüft und wie wird das überhaupt, wie funktioniert das überhaupt? Sehr gerne. Also die Index-Neuzusammenstellung findet einmal jährlich statt. Das Ganze ist immer Mitte Juni. Wir versuchen hier langfristige Trends investierbar zu machen. Also muss man ihnen auch etwas Zeit geben, sich letztendlich auszuzahlen. Deswegen sind wir der Meinung, dass eine höhere Frequenz, was das Rebalancing oder die Neuzusammenstellung angeht, nicht zielführend wäre. Da werden dann zwei Hauptpunkte gemacht. Zum einen ist es eben die verschiedenen Aktien wieder auf die 50% überprüft. Sind sie noch, qualifizieren sie sich noch für die Indexaufnahme? Erfüllen sie auch noch die Kriterien, was die Marktkapitalisierung und die Liquidität angeht? Zum anderen kann es sein, dass sich auch die Zusammensetzung der Subsektoren leicht geändert hat. Denn wie ich schon angesprochen hatte, ist das ein Big Data-Ansatz. Das heißt, ein Algorithmus, ein mathematisches Verfahren wertet Unternehmensgeschäftsberichte aus und clustert dann verschiedene Gruppen. Das Ganze wird natürlich nochmal durch Mitarbeiter von Factset überprüft, ob das Ganze nicht nur mathematisch, sondern eben auch von der Plausibilität her Sinn macht. Und da kann es sein, dass sich gewisse Sektoren noch weiter spezialisiert haben und somit man evaluieren muss, ob es neue Sektoren vielleicht dazugekommen sind. Zum anderen, neben der reinen Titelauswahl, wird auch die Gewichtung wieder angepasst. Das heißt, quasi ein Reset gemacht. Jeder Bestandteil wird zum Mitte Juni wieder gleichgewichtet. Alles klar, danke. Genau, mit der Übersicht hier wäre ich dann auch grundsätzlich am Ende meiner Präsentation. Und wenn noch Fragen sind, stehe ich auch gerne jetzt bereit. Sehr gut, dann fangen wir doch direkt mit Fragen an. Wir haben auch einige passende, die jetzt sich direkt an Ihren Vortrag anbieten. Und zwar die erste Frage lautet, wie sieht es denn mit weiteren Megatrends aus? Zum Beispiel, jetzt gerade im Hinblick auf neue digitale Revolution, was halten Sie denn von der Entwicklung von Quantencomputern? Ich weiß nicht, ob das jetzt nicht zu sehr ins Detail geht, aber Sie haben ja eben die schöne Grafik von Megatrends gehabt. Genau, also wir unterscheiden, wie gesagt, Megatrends und Themen. Also die Themen leiten wir eben aus diesen Megatrends ab. Quantencomputing wäre dann eben ein Thema. Man muss bei der Entwicklung neuer Produkte natürlich darauf gucken, haben wir da ein Universum? Gibt es Unternehmen, die sich wirklich darauf spezialisieren? Beispiele, die wir von Kunden auch immer wieder hören, ist, was ist mit der Blockchain, Artificial Intelligence? Da ist es dann häufig so, dass das letztendlich Technologien sind, die von Unternehmen in ihrem bestehenden Geschäftsmodell genutzt werden, weniger das eigentliche Geschäftsmodell sind. Wenn Sie an die Blockchain beispielsweise denken, dann gibt es eigentlich kein Unternehmen, dessen Geschäftsmodell ist die Blockchain, sondern das sind dann beispielsweise Zahlungsabwickler, das sind Unternehmen vielleicht, die auch im Settlement von Wertpapieren unterwegs sind und dann eben diese Technologie nutzen können, um letztendlich ihr Geschäftsmodell effizienter, sicherer zu gestalten. Denn auch, wenn wir etwas zurückdenken, das Internet, Facebooks oder Googles Geschäftsmodell ist nicht das Internet, sondern sie nutzen das Internet für ihr Geschäftsmodell, eben Social Media oder bei Google ein diversifiziertes Geschäftsmodell zwischen Suchmaschine, aber eben auch Android beispielsweise. So dass man hier mal gucken muss, okay, ist es wirklich, ist es ein Thema oder ist es letztendlich eine Technologie, die für ein bestimmtes Thema durch ihre Chancen das Geschäftsmodell eben verändern kann. Und gibt es auch einen ETF, mit dem unsere Teilnehmer in alle Megatrends gemeinsam investieren können oder ist das nicht umsetzbar? Ein derartiges Produkt gibt es derzeit nicht am Markt. Das ist natürlich ein sehr, sehr spannender Einwand. Und es wird sicherlich irgendwann soweit sein, dass es solche Portfolien geben wird, in die man investieren könnte. Derzeit ist es so, Megatrends oder
thematische ETFs eignen sich unserer Meinung nach sehr, sehr gut als Satellite-Strategien. Sie haben auch generell eine relativ geringe Korrelation zum Markt. Das bedeutet, man könnte dadurch sein Portfoliorisiko auch verringern, somit eine höhere risikoadjustierte Rendite, also ein besseres Risikorenditeprofil möglicherweise erwirtschaften, sodass wir derzeit noch keine Lösung angedacht haben, die in alle Megatrends investiert und somit eher ja fast schon ein Portfolio-Core-Holding darstellen würde. Und wie gehen Sie bei der Unternehmensauswahl vor? Also jetzt im Hinblick auf die Länder, werden da sämtliche Unternehmen aus allen Ländern berücksichtigt oder wählen Sie bestimmte Länder aus, die besonders führend sind in dem Bereich? Wie können wir uns das vorstellen? Da springe ich gerne nochmal zurück auf die Folie. Ja, kleinen Moment, ich übergebe Ihnen nochmal den Bildschirm. So. Genau, ich glaube, hier sieht man es nochmal ganz schön. Also wir nutzen einen Ausgangsindex, den Stoxx Global Total Market Index. Dieser nutzt alle oder generell alle am Markt verfügbaren Aktien, also über 8000 Aktien aus allen Ländern, Industrieländern und Schwellenländern. Das heißt, unser Ausgangsuniversum, aus denen wir die Unternehmen auswählen, ist eben durch diesen Ausgangsindex gegeben. Den nutzen wir dann und schauen dann jedes Unternehmen in diesem Index an. Okay, wo kommt deren Umsatz her? Also es gibt keine aktive Auswahl von verschiedenen Ländern oder auf der anderen Seite auch eben auch keinen Ausschluss von gewissen Ländern. Ja, vielleicht können Sie auch nochmal auf die Folie mit allen Megatrends gehen, denn ich habe eine weitere spezifische Frage dazu. Und zwar, wie sieht es denn mit dem Thema Elektromobilität aus? Da würde ich Sie gerne nochmal als Experten fragen, wo ordnen Sie das ein? Und gibt es da vielleicht auch ein paar Verknüpfungen zu anderen Megatrends? Ja, auf jeden Fall. Also Elektromobilität oder allgemein Innovationen im Bereich Transport sind ein sehr, sehr spannendes Thema. BlackRock an sich, also nicht nur iShares als ETF-Anbieter, sondern wirklich BlackRock komplett, schaut sich immer wieder diese Lösungen an. Und wir haben auch vor 2 Wochen nicht nur neue ETFs, sondern auch aktiv gemanagte Fonds auf den Markt gebracht. Und da haben wir den Bereich Mobilität schon aufgegriffen. Der Fonds heißt Future of Transport, also geht auch hier etwas weiter über die reine Elektromobilität hinaus und schaut sich an, nicht nur Autos, sondern das geht dann auch bis in die Schifffahrt oder auch in den Flugverkehr und dröselt dann mehr oder weniger die Wertschöpfungskette auf, da nicht jedes Unternehmen, also wenn wir über Elektromobilität sprechen, gibt es ja eigentlich nur Tesla, aber es gibt Unternehmen, die eben in dieser Wertschöpfungskette stecken, vielleicht als Zulieferer, vielleicht als Kunde, mit denen eben auch gestandene Autobauer wie die deutschen Premium-Hersteller, BMW, Volkswagen oder auch Mercedes sind, Geschäfte machen und so dann eben profitieren können. Auf der ETF-Seite gibt es derzeit noch nichts in diesem Bereich. Ja, dann bleiben wir doch gleich auf dieser übersichtlichen Folie. Jetzt würde ich Sie gerne fragen, wie es denn generell bei den Megatrends aussieht. Viele sagen ja, dass Megatrends ein schneller Hype sind, aber auch schnell wieder vorbei sind. Was sagen Sie dazu? Ist das vielleicht auch themenabhängig? Das ist sicherlich zum einen themenabhängig. Zum anderen sind wir eben hier der Meinung, dass es eben nicht der Fall ist. Es gibt natürlich auch Schwankungen in den einzelnen Megatrends. Das ist ganz klar. Wenn wir dann, weil wir gerade über das Thema Elektroautomobilität gesprochen hatten, das ist natürlich ein sehr, sehr volatiles Feld. Langfristiges Wachstum, aber immer wieder, wenn es Rückschläge gibt, wenn mal wieder ein Auto Feuer fängt, beispielsweise wenn es wieder einen Unfall gibt bei autonom fahrenden Autos, kann natürlich ein solcher Trend leiden. Das ist natürlich ein Extrembeispiel, kann aber theoretisch auf alle Megatrends zutreffen. Langfristig erwarten wir eben ein Wachstum, weil es eben unseren Alltag verändert. Wie gesagt, wenn wir auf einmal autonom in die Arbeit fahren können mit dem Auto, in der Früh nur noch einsteigen und das Auto sich selbst in der Tiefgarage am Ende einparkt und wir in den Lift steigen,
Das Ganze hat natürlich dann dementsprechend, wenn es eben so einen signifikanten Einfluss auf den Alltag hat, auch Einfluss auf die Volkswirtschaft. Und wenn es Einfluss hat auf die Volkswirtschaft, dann natürlich eben auch auf den Finanzmarkt. Okay. Und gleich im Anschluss eine Frage. Wie sollten Anleger dann den Anlagehorizont wählen? Den sehen wir grundsätzlich langfristig. Es kann natürlich sein, dass auch einige dieser Bausteine kurzfristig eingesetzt werden. Ich denke, da gerade an Digitalisierung, wo wir immer wieder von Kunden hören, und das ist eher was, was sie jetzt auch taktisch einsetzen müssen, wollen. Generell sehen wir aber das vor allem als langfristig, so 20 Jahre plus, als eben Satellite, den man neben seinem Core-Portfolio Holdings mit Standardindizes, wie das beispielsweise der MSCI World sein könnte, noch mit reinnimmt, um einfach zum einen Diversifikation, also auf der Risikoseite schaffen kann, zum anderen eben nochmal die Möglichkeit, hier eine Outperformance im langfristigen Zeitraum zu erzielen. Und das ist auch für jeden Megatrend zu empfehlen, oder gibt es jetzt zum Beispiel aus Ihrer Sicht auch Megatrends, wo Sie weniger als 20 Jahre empfehlen würden? Grundsätzlich sehen wir bei allen Megatrends das eher im langen Zeitraum. Wie gesagt, kurzfristig geben sie sicherlich auch einige Chancen in diesen Bereichen. Wir sehen das Ganze aber eben auf jeden Fall langfristig. Okay, dann würde ich Sie jetzt bitten, noch einmal zu dem konkreten Produkt, also dem Digital Security ETF zu wechseln mit der Folie. Sehr gerne. Und zwar interessiert einen unserer Teilnehmer, wie das prozentuale Verhältnis von den Ländern jetzt im konkreten Produkt gestaltet wird. Also wir sehen ja wieder unten links die Grafik. Vielleicht können Sie das noch mal genauer erklären. Das ist noch ein bisschen unklar. Ja, sehr gerne. Also die einzelne Länderallokation ergibt sich, wie wir gerade schon darüber gesprochen hatten, aus dem Ausgangsindex. Sollte jetzt das der Fall sein, dass in Deutschland auf einmal morgen 20 neue Unternehmen sind, die 50%-Schwelle für den Digital Security erfüllen, sich eben für die Aufnahme in den Index qualifizieren, weil sie beispielsweise im Bereich der Cyber Security ihr Geld verdienen, dann würden die bei der nächsten Indexanpassung im Juni mit aufgenommen werden. Das heißt, der Anteil von Deutschland würde bei einem gleichgewichteten, wenn jede Aktie gleichgewichtet wird, natürlich deutlich ansteigen. Also wie gesagt, das kann sich einfach ändern, kommen mehr Unternehmen hinein, hinaus. Also es gibt hier keine Anpassung, keine Begrenzungen, dass wir sagen, gegenüber dem Ausgangsindex kann sich das jetzt nur um so und so viel Prozent abweichen. Das ist hier eben nicht der Fall, sondern es ergibt sich wirklich durch den Selektionsprozess und die Länderauswahl kann deutlich schwanken. Ich hatte Ihnen das hier mitgebracht, weil ich das sehr, sehr spannend finde, dass eben in genau so einem Bereich, wo wir zunächst oftmals an die USA denken, man eben sehen kann, dass auch sehr, sehr viele andere Länder hier eben nicht auf die USA alleine vertrauen, sondern auch sehr, sehr innovative Lösungen in dem Bereich bieten können. Und können Sie auch noch etwas zu den Rahmenbedingungen von diesem ETF sagen? Also ich denke jetzt gerade noch mal an Ausschüttungsart, an die Kosten. Das hängt natürlich immer auch wieder vom Broker ab, aber dennoch interessiert das unsere Teilnehmer. Genau, also die fünf ETFs, die ich Ihnen jetzt hier in diesem Deck vorgestellt habe, die auf dieser Strategie, also auf der Factset-Strategie basieren, die kosten generell von ihrer Kostenquote 40 Basispunkte, also 0,4%. Die Kosten, die Sie für den Handel dann zahlen müssen, wie Sie schon sagten, ist natürlich brokerabhängig, hängt von Ihrer Depotbank ab. Auf der anderen Seite sind alle unsere ETFs physisch replizierend. Das bedeutet, wir kaufen die Aktien auch wirklich rein. Und sie haben im Falle, sollte BlackRock zahlungsunfähig gehen, was wir zum einen nicht erwarten, ich besonders natürlich nicht hoffe, wären dann ist dann ein Sondervermögen und würde eben auch als Sicherheit, die Aktien werden als Sicherheit bereitstehen. Das Ja, dann Ganze würde ich ist, Sie. Fahren Sie gerne fort. genau, mir ist gerade noch der zweite Teil der Frage eingefallen. Die Frage war nach der Ausschüttung. Derzeit sind
hier die ETFs thesaurierend, bedeutet Dividendenzahlungen in den Aktien werden angelegt. Das Einzige, wo wir noch eine ausschüttende Klasse haben, ist für den Robotics und Automation. Da haben wir beides. Das ist ein Share-Klassensystem, da können Sie sowohl in die eine oder andere investieren. Am Ende ist es letztendlich ein Fonds, der sich nur in der Gewinnverwendung und in der Dividendenverwendung unterscheidet. Ja, dann haben Sie jetzt gerade schon Robotics angesprochen. Unsere Teilnehmer interessieren sich nicht nur für Digital Security, sondern auch für die Robotics und die automatisierten Prozesse. Können Sie da vielleicht auch noch ein paar Sätze zu den vorhandenen ETFs sagen? Ja, sehr gerne. Gerade im Automation- und Robotics-Bereich, glaube ich, jeder, nachdem ich Ihnen hier keine Folie mitgebracht habe, denkt hier sofort an vollautomatisierte Fertigungshallen, an die Automobilindustrie, verschiedene Roboterarme, die schweißen, bohren, schrauben. Automation und Robotics ist aber ein sehr, sehr viel breiteres Thema. So wie wir das hier sehen, das ist ganz klar, das sind zum einen Unternehmen, die eben genau das machen, also in der Industrie unterwegs sind. Beispielsweise ein deutsches Unternehmen, das Sie vielleicht kennen, ist Dürr, das letztendlich Roboter für die Lackierung von Autos herstellt und somit in der Automobilindustrie dort sehr präsent ist. Zum anderen ist es aber auch Software, also letztendlich was hinter den Muskeln der Roboter steht, die eben das Ganze erst möglich machen. Zum anderen im Softwarebereich auch Automatisierung, also da geht es dann auch um Geschäftsprozesse zu automatisieren. Sie kennen SAP als deutsches Unternehmen, die Lösungen anbieten, dass sie eben hier voll integriert von der Bestellung im Einkauf bis hin zum Vertrieb eine Lösung haben, alles integriert ist und somit auch vom Unternehmen gut gesteuert werden kann. Der dritte Punkt, den man vielleicht nicht gleich auf dem Schirm hat, ist, was wir die sogenannten Enabler, also die Möglichmacher nennen. Das sind zum einen Chips, die man eben dann braucht für Automation und Robotics. Zum anderen ist es aber auch, sind es Lösungen wie zum Beispiel Siri oder Alexa, die Sie vielleicht kennen. Die kleinen Boxen, die Sie sich ins Wohnzimmer stellen können, mit denen Sie dann sprechen können und fragen, wann der nächste Bus fährt, die Einkaufsliste schreiben. Auch das fällt alles in den Bereich Robotics und Automation mit hinein. Und wo können sich unsere Teilnehmer jetzt informieren, wenn sie nochmal konkret zu Megatrends was nachlesen wollen? Wo informieren Sie sich denn, Herr Doser? Also zum einen, ich habe es schon gelesen, aber vielleicht für viele von Ihnen ist unsere Homepage sehr, sehr interessant. Da sehen Sie zum einen einiges zu den Megatrends selbst, also warum das wirklich disruptive, transformative Entwicklungen sind, wie die wirken, einige sehr, sehr interessante Beispiele, warum das wirklich eben auf die Volkswirtschaft wirkt, die darüber hinausgehen, über das, was ich Ihnen jetzt heute gezeigt hatte. Zum anderen finden Sie da auch eine Übersicht aller unserer ETFs, die eben in dieser Megatrends-Reihe mit drin sind, alle thematischen ETFs, in denen Sie viele verschiedene Informationen von ISIN, WKN über die Kostenquote bis hin zu einem Excel-File, wo Sie sich auch die einzelnen Positionen herunterladen können und auch die einzelnen Zeitreihen der Renditen auch nachvollziehen können. Zum anderen glaube ich, dass Megatrends, dass es da nicht die Anlaufstelle gibt, das ist, wenn man nicht daran denkt und Zeitung liest, Nachrichten schaut, kann man das Ganze immer wieder aufgreifen. Wie gesagt, ich glaube, von den Megatrends war jetzt heute nichts dabei, was unsere Zuhörer sonderlich überrascht hatte, sondern hätte ich es am Anfang gefragt, in einer Umfrage, hätten wir wohl alle 5 Megatrends auffangen können. Auch hier sieht man immer wieder, warum das eben Einfluss hat auf unsere Welt. Und dann nochmal eine organisatorische oder eher technische Frage. Sind die ETFs von iShares sparplanfähig? Auch das, liebe Zuschauer, hängt wieder von Ihrem Broker ab. Aber vielleicht dennoch die Frage an Sie, Herr Doser. Wir haben in Deutschland einige Kooperationen mit Direktbanken, mit Depotbanken, in denen wir viele unserer ETFs als sparplanfähig anbieten. Wie gesagt, es hängt davon ab,
vom speziellen Broker, ob einer unserer Megatrend-ETFs sparplanfähig ist. Einige sind es. Wie gesagt, es ist aber leider brokerabhängig und nicht übergreifend. Ja, dann beantworte ich an dieser Stelle eine Frage. Und zwar hat uns die Frage erreicht, ob dieses Webinar aufgezeichnet wird. Ja, liebe Zuschauer, das Webinar wird aufgezeichnet und wir laden das am Ende dieser Veranstaltung über unseren YouTube-Kanal hoch. Im Nachgang an das Webinar erhalten Sie wie immer eine E-Mail mit zusätzlichen Informationen, auch mit einem konkreten Link zu dem vorgestellten ETF von Herrn Doser. Und da ist auch der Link enthalten zur Aufzeichnung. Das heißt, Sie können diese Fülle an Informationen, die wir jetzt gerade erhalten haben, auch nochmal in Ruhe anschauen. Und eine weitere Frage an Sie, Herr Doser. Wie verhält es sich denn jetzt mit Megatrends und einem Börsencrash? Man munkelt, dass es demnächst zu einem Crash kommen kann. Gemunkelt wird immer. Vielleicht kurz Sie als Experte. Wie schätzen Sie die aktuelle Lage an den Börsen ein? Und wie verhält sich die Situation oder die Zukunft hinsichtlich eines Megatrend-Investments? Also grundsätzlich die ökonomische Lage schätzen wir hier bei BlackRock immer noch als relativ stabil ein. Die Unsicherheit generell ist natürlich gestiegen, gerade durch politische Entwicklungen auf der ganzen Welt. Bei Megatrend-ETFs ist es natürlich so, wenn der Markt nachgibt, werden auch die Megatrend-ETFs nachgeben. Es hängt natürlich vom speziellen ETF ab, ob es mehr oder weniger als der Markt ist, also relativ zum breiten Markt gesehen. Es gibt zum einen etwas offensivere ETFs, wie das beispielsweise Digitalisierung ist, die bei sowas natürlich dann etwas mehr verlieren könnten. Digital Security sehen wir als etwas defensiver. Generell durch die Hinzunahme von einzelnen Megatrend-ETFs, wie gesagt, aufgrund der geringen Korrelation zu breiten Märkten, könnte man sein Portfolio generell stabiler machen, hängt aber entsprechend an dem jeweiligen Portfolio. Ja, und wie schätzen Sie jetzt aktuell die Lage ein? Ist es gerade ein richtiger Zeitpunkt, um in Megatrends zu investieren? Wie lange sollte sich jemand vorab mit einem spezifischen Trend auseinandersetzen? Also grundsätzlich, wie wir schon erwähnt hatten, Megatrends sehen wir als langfristig. Es kann eben sein, dass es das auch die Börsen nachgeben. Wie Sie schon sagen, es wird natürlich immer sehr, sehr viel geschrieben. Langfristig sind wir der Meinung, dass man davon profitieren könnte. Gerade, wir hatten es angesprochen, Sparpläne für Privatinvestoren eignen sich hier möglicherweise gut, weil man eben auch in Abwärtsphasen dann eben mehr ETF-Anteile kaufen könnte. Durch den sogenannten Cost-Average-Effekt, also dadurch, dass es sich ein gesunder Durchschnitt, was das den Einstiegspreis angeht, einstellt, kann man hier eben dann auch langfristig noch besser profitieren. Wie lange sollte man sich mit dem Megatrend auseinandersetzen? Man sollte auf jeden Fall vorher gründlich sein Research machen, was man sich letztendlich ins Portfolio einkauft. Ich glaube, viele, wie gesagt, kennen diese Trends, können selbst sehr, sehr gut einschätzen, ob das ist, was wovon man langfristig überzeugt ist, das Ganze eben auch tatsächlich Outperformance-Potenzial bietet. Und dann, glaube ich, ist es so, dass man hier sehr, sehr viele Informationsquellen hat, um sich da sehr, sehr gut zu informieren. Ja, dann eine sehr passende Frage zum Schluss. Wir haben jetzt heute mehrere Megatrends gehört und gesehen. Welche sind denn Ihrer Meinung nach die wichtigsten? Kann man das überhaupt so sagen? Ich glaube nicht, dass man grundsätzlich sagen, was sind die wichtigsten. Es ist auch so, dass die Themen, die wir herausgearbeitet haben, jetzt nicht auf einem speziellen Megatrend basieren, sondern häufig auf mehreren einzelnen Megatrends, sodass man letztendlich evaluieren kann, okay, welche Megatrends glaube ich besonders daran und welches Thema leitet sich daraus ab? Wenn ich an die Urbanisierung denke und den technologischen Durchbruch, da geht es ja dann
beispielsweise eben in Digitalisierung hinein. Zum einen ganz klar der technologische Durchbruch, aber auch die Urbanisierung. Wie kann ich eine Stadt managen? Intelligente Verkehrssysteme, die eben durch den technologischen Durchbruch dann eben auch getrieben sind in einer überfüllten Stadt. Das wär so ein Beispiel, wo man sagen kann, okay, das ist das Zusammenspiel und nicht ein einzelner Trend. Ja, und welchen Megatrend finden Sie am spannendsten? Ich meine, Sie sind wirklich der Spezialist für Megatrends und Sie haben sich sehr wahrscheinlich intensiver als wir alle hier mit Megatrends auseinandergesetzt. Können Sie persönlich sagen, da gibt es einen, der interessiert Sie besonders oder von dem haben Sie sehen Sie besonderes Potenzial? Also ich finde persönlich unseren neuen ETF sehr, sehr spannend. Ist jetzt auf gar keinen Fall keine Investmentberatung. Ich finde es einfach vom Thema beispielsweise sehr, sehr spannend, weil man eben oftmals nur die Sonnenseiten der Digitalisierung sieht, häufig dann die Risiken dabei auch hinten runterfallen lässt, wo dann dieser ETF hier eben ansetzen könnte. Und glaube ich auch in der letzten Zeit die Entwicklungen, die Angriffe auf Netzwerke, auf Daten immer weiter zunehmen, sodass wir auch bei BlackRock insgesamt der Meinung sind, das ist ein Zukunftsthema, das ist sehr, sehr spannend. Ja, schade, liebe Teilnehmer. Leider können wir an dieser Stelle nicht mehr alle Fragen beantworten. Ich denke aber, dass wir viele interessante Aspekte betrachtet haben und Herr Doser uns auch interessante Anlagemöglichkeiten vorgestellt hat. Herr Doser, vielen Dank für die Beantwortung der Fragen und natürlich auch für Ihre Ausführungen. Was möchten Sie unseren heutigen Teilnehmern noch mit auf den Weg geben? Ich möchte mich sehr herzlich bedanken, dass ich Ihnen heute das Thema Megatrends näherbringen durfte. Hoffe, dass für Sie einige spannende Einblicke mit dabei waren, vielleicht auch ein iShares-Produkt Ihnen für Ihr Portfolio zusagen würde und hoffe, dass Sie auch einfach, wenn Sie im Alltag wieder einmal merken, okay, das ist auf einem Megatrend aufbauend, denken Sie vielleicht auch an iShares. Ja, vielen Dank und Ihnen noch einen schönen Abend. Liebe Zuschauer, selbstverständlich gilt auch Ihnen heute Abend wieder mein Dank für Ihre aufmerksame Teilnahme. Morgen Abend um 18 Uhr findet übrigens ein weiteres kostenloses Webinar bei Finanzen Net statt. Dieses Mal haben wir einen erfahrenen Portfolio-Manager zu Gast, der uns ein bisschen seine Strategien erklärt. Er stellt 5 Strategien vor und erklärt, wie Sie als Anleger davon profitieren können. Ich schicke über den Chat jetzt kurz den Link zur Anmeldung und freue mich, wenn wir uns morgen um die gleiche Uhrzeit um 18 Uhr wieder im Webinar sehen. So, Sie sollten den Link nun erhalten haben. Eingeblendet ist außerdem über meine Folie unser Webinar-Newsletter. Wenn Sie sich jetzt denken, ach, morgen habe ich Mist, ich habe morgen keine Zeit, aber in den nächsten Wochen würde mich so ein Thema interessieren. Wir haben regelmäßig spannende Experten zu Gast, spannende Themen und echte Experten auf dem Gebiet, wie Herrn Doser. Wenn Sie sich in den Newsletter eintragen, verpassen Sie kein Webinar mehr. Und damit beende ich das heutige Webinar und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Genießen Sie den restlichen Abend und viel Erfolg bei Ihren künftigen Investments.